Hallo und jetzt dreht er sich weg. Hallo und herzlich willkommen zu Flüdelüt, dem neuen Spiel hier bei Book of Unwritten Tales 2. Ich bin immer noch total begeistert. Er ist wieder da. Ich habe echt gedacht, er ist irgendwie nur so ein Tutorial-Tier. Aber nein, er ist wirklich da. Und schauen mal, können wir hier noch King of the Bongo machen? Wie landet sowas nur im Müll? Wenn ich eine Bongo-Trommel und... Okay, das haben wir schon. Dann laufen wir ihm mal hinterher. Vielleicht haben wir ja irgendeine Möglichkeit. Wo ist er denn hin? Na? Da sehe ich ihn nicht. Die Höhle haben wir schon. Hier hinten gibt es noch einen beleuchteten Bereich. Dann machen wir in dieser Folge, glaube ich, den Bereich. Hui, was haben wir denn da? Das muss eines der Monster sein, von denen Ethel erzählt hat. Besser, ich habe einen Plan, wie ich es überwältigen kann, bevor es mich bemerkt. Oh, hallo! Du bist bestimmt das schreckliche Ungeheuer, das die schöne Falle meines Sohnes kaputt gemacht hat, hm? Ich bin Wilbur. Wetterquarz. Du willst mich nicht fressen oder so. Ich will dir fressen. Wilbur. Wilbur. Bist du etwa Nates kleiner Freund, der in den wilden Landen von den Orks gefangen genommen wurde? Du kennst Kapitän Nate? Kennen? Wir verehren ihn. Ohne ihn hätte ich nie Esther, die Liebe meines Lebens, kennengelernt. Gulliver mein Name. Sei uns willkommen, Wilbur Wetterquarz. Freunde von Nate sind auch unsere Freunde. Cool, was ist er denn? Ich erinnere mich, dass Kapitän Nate von Zombies erzählte, die ihm in den wilden Landen behilflich waren. Was hat euch hierher nach Seefeld verschlagen? Ein besseres Leben. Wenn man es in Seefeld schafft, kann man es überall schaffen. Hier zahlt sich harte Arbeit noch aus. Das weiß ich von Jorge, der uns den Job hier verschafft hat. Jorge, der Händler? Der erfolgreichste Händler von Seefeld. Kaum sind wir in der Stadt angekommen, schon arbeiten wir für einen solchen Mann. Nicht schlecht, was? Ja, Jorge ist nett, aber... ja. Dein Sohn? Der kleine Roboter ist dein Sohn? Und dieser kleine Roboter... Nate. Nate? Wir haben Nate versprochen, unser erstes Kind nach ihm zu benennen. Eigentlich wollten wir noch warten, aber meine kleine Kirschblüte war häufig deprimiert, meinte, ich arbeite zu viel und dass sie sich einsam fühle. Du weißt ja, wie Frauen sind. Nein. Da haben wir Nate gebaut. Naja, oder zumindest den Anfang. Den Rest hat er alleine gemacht. Er ist ein toller Erfinder. Ach, der, dann haben wir jetzt die Lösung des Namens. Es ist Nate. Cool. Ehrlich gesagt wäre ich mir nicht so sicher, ob Jorge wirklich so ein toller Kerl ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er war es, der uns in die Stadt geschleust hat, obwohl Zombies nicht gerade beliebt in Menschenstädten sind. Sicher, das war nicht günstig. Aber Jorge hat auch seine Kosten. Und er hat uns gleich eine Möglichkeit verschafft, unsere Schulden abzuarbeiten. Oh. Wir bauen diese Schiefertafeln für ihn. Sie sind ein Hit, sagt er. Er will immer mehr haben. Hey, genau so eine hatte ich auch. Siehst du, ein Hit. Jorge hat einen Riecher für gute Geschäfte. Ich werde fleißig sein und viel von ihm lernen. Dann kann ich meiner Familie endlich alles bieten, was sie verdient. Und dafür fällt er auf einen Menschenhändler rein. Ja, klasse. Meine magische Schiefertafel war böse und hat mich hintergangen. Magische Schiefertafel? So ein Blödsinn. Sie sind weder aus Schiefer, noch sind sie magisch. Wenn sie nicht magisch sind, wie funktionieren sie? Ich sehe keine Zahnräder. Kann ich dir nicht genau sagen. Hat mit dem intelligenten Stein dort zu tun, wie Jorge ihn nennt. Fiel eines Tages mit viel Brimborium vom Himmel. Ich schneide eine dünne Scheibe ab, setze sie in einen Holzrahmen und gebe dem Ding einen ordentlichen Stromschlag. Das ist alles. Du jagst Strom in den Stein und das weckt ihn auf? Ja, so könnte man sagen. Leider funktioniert das gerade nicht mehr. Das ist ein echtes Problem. Wie soll ich die letzte Lieferung fertig machen, wenn ich keinen Strom habe?
Okay, wir haben eine neue Aufgabe, wahrscheinlich Strom produzieren. Und Jorge hatte die Idee mit den Tafeln? Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Warum denn nicht? Er ist sehr innovativ. Hat sich die Idee mit eigenen Augen bei einem Händler im Süden abgeschaut. In den ersten Monaten hat er 2 Schreiner aus der Unterstadt daran arbeiten lassen. Aber die wollten einfach immer und immer mehr Gold haben. Haben Jorge keine Chance gelassen. Er musste sie entlassen und hat die Produktion hierher verlegt. Wir hatten Glück, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt vor den Toren standen und einen Job brauchten. Und jetzt sind wir nur noch eine Lieferung davon entfernt, unser eigenes Gold zu verdienen. Wie liefert ihr die Tafeln in die Oberstadt? Hast du das Loch über dem Müllberg gesehen? Darüber hat Jorge uns abgeseilt. Und immer wenn wir eine neue Ladung von Tafeln fertig haben, benutzen wir die Klingel und er lässt einen Korb hinab. Dann ist das Loch in der Decke der einzige Ausgang aus dieser Unterwelt? Der einzige, von dem ich weiß. Und mehr brauchen wir auch nicht. Die nächste Lieferung ist unsere letzte. Esther, Nate und ich werden hochgezogen, können diese stinkenden Hallen verlassen und oben endlich richtig unser untotes Dasein beginnen. Okay. Wann habt ihr die nächste Lieferung fertig? Nie, wie es momentan aussieht. Kein Strom. Wenn ich mich darum kümmere, nehmt ihr mich dann mit? Warum nicht? Wenn du uns hilfst, helfen wir auch dir. Ist doch klar. Also schön. Wo liegt denn das Problem? Warum habt ihr keinen Strom? Das wüsste ich auch gern. Ich vermute, die verfluchten Ratten stecken dahinter. Sie nutzen dieselben Leitungen wie wir. Vermutlich wollen sie die Produktion sabotieren. Na. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Ratten sind sehr nett. Nett? Haben meine Frau angegriffen. Wollten sie auffressen. Und jetzt wollen sie verhindern, dass wir uns hocharbeiten. So sieht's aus. Okay. Nate hat sich selber gebaut? Sobald er einen Schraubenzieher halten konnte, war er nicht mehr zu bremsen. Aber er bastelt nicht nur an sich selbst herum. Hat fast alle Maschinen hier erfunden. Auch das Ding da? Ist ja beeindruckend. Was tut es? Ach das. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass eine Maschine meine Arbeit schneller erledigen könnte. Aber wie du siehst, funktioniert sie nicht. Es ist echt cool. Man würde keine solche Werkstatt unter einem Schrotthaufen erwarten. Danke. Habe alles selbst aufgebaut. Ich habe Tage und Nächte geschuftet. Denn natürlich durfte die Produktion der Tafel nicht darunter leiden. Aber das war es wert. Mein Sohn ist ein Tüftler, genau wie sein alter Herr. Hier kann er alles lernen, was er später mal braucht. Cool. Wo ist denn Nate? Ich habe Nate vorhin verschreckt. Er ist schüchtern. Und er hat jemanden wie dich noch nie gesehen. Wenn man es genau nimmt, kennt er nur Esther und mich. Wo ist Esther? Oh, in unserem Zuhause. Es ist nicht wirklich vorzeigbar. Außerdem solltest du dich erst einmal um den Strom kümmern. Kein Problem. Ist hoffentlich keine große Sache. Ja, dann machen wir uns an die Arbeit. Und besser, ich mache mich gleich an die Arbeit. Das ist die richtige Einstellung. Nur wer fleißig ist und hart arbeitet, wird es zu etwas bringen. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir hier aus unserem Hamsterrad flauschige Pelz... Hey, die Haare des Pelzes stellen sich alle auf. Da muss es irgendeine Art Spannung geben. Können wir das nicht für den Strom irgendwie benutzen? Nee. Der Pelz würde sofort herausfallen. Ich brauche etwas, um ihn zu befestigen. Okay, und... Der Pelz ist weich und leicht. Damit kann ich das Seil nicht heranziehen. Okay, damit geht's nicht. Dann schauen wir uns mal hier noch in der... Oh, da gibt's viel zu viele Sachen. Da hinten sind aber ein paar Bretter. Nehmen wir die mal mit. Gulliver, kann ich mir einige Bretter ausborgen? Ja, kein Problem. Ich habe mehr als genug Holz für die Lieferung. Zack. Ein bisschen Holz für uns. Was haben wir hier? Mit diesen Stromkabeln verpasst Gulliver der magischen Schiefertafel einen Stromschlag, um sie zum Leben zu erwecken. Oder zumindest hat er das bisher so gemacht. Seit kurzem fehlt der Strom. Gulliver macht die Ratten dafür verantwortlich. Okay, ich glaube, es hat was mit der Küche drüben zu tun. So vom Gefühl. Wofür ist der Hahn?
Läuft. Okay, da können wir Wasser holen, falls wir etwas brauchen. Den Stein. Das ist der seltsamste Felsen, den ich jemals gesehen habe. Er glitzert wie ein Bergkristall und er leuchtet schwach. Dumm, die Düdel-Düd. Hier. Noch ein Strom? Laut Gulliver gibt es seit kurzem keinen Strom mehr. Aber er braucht welchen, um die Tafeln aufwecken zu können. Ich glaube nicht, dass es an den Leitungen liegt. Nicht? Okay, ich dachte, die Stromproduktion ist irgendwie jetzt unterbrochen. Schauen wir. Das ist eine der Erfindungen des kleinen Roboters. Die Maschine soll irgendwie seinen hart arbeitenden Vater entlasten. Aber ich weiß nicht wie. Ja, das kriegen wir auch noch hin, glaube ich. Kessel, Brennkammer, Schwungrad? Eine Dampfmaschine, eindeutig. Ja, perfekt, dann können wir doch da sicherlich hier unser Rad irgendwie anbringen. Nee. Nein. Nein. Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Ja, weiß ich auch nicht, aber wäre ja eine Idee gewesen. Das Hamsterrad hat zwar ein gutes Gewicht, aber es ist zu unhandlich, um es samt Seil zu werfen. Ja, das Werfen haben wir ja schon lange hinter uns. So, schauen wir da unten noch, die Kuckucksuhr. Kuckuck! Oh, das ist das Nest eines Urkuckucks. Die sind sehr selten. Sie bauen ihre Nester in menschlichen Häusern und tarnen sie als Uhren. Wenn die Hausbesitzer nicht gucken, fliegen sie los und klauen Kekse und andere Leckereien. Okay, und, ach, da hinten noch eine Rolle Klebeband. Ich habe noch nie erlebt, dass Klebeband nicht nützlich war. Ja, dann nimm mit. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich es benutze. Wir benutzen... Nein, damit würde ich den Pelz ruinieren und er wäre gar nicht mehr flauschig und weich. Ich habe gleich mal außen und innen etwas vom doppelseitigen Klebeband befestigt. Doppelt hält besser. Gut, jetzt machen wir den Pelz. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber ich habe den Pelz an die Innenseite des Rads geklebt. So, und jetzt brauchen wir... In Ordnung. Ich stecke den Luftballon in die Mitte. Yep, damit haben wir eine Stromproduktion. Hamsterrad mit Pelz. Und jetzt... bringen wir die doch mal an der Dampfmaschine an und haben damit doch eine Stromquelle, oder? Sicher. Wenn niemand in dem Rad laufen will, könnte man es mit Wasserkraft drehen. Aber dafür fehlen die Schaufeln. Ah, okay, hier. Hallo und herzlich willkommen in der Hobbythek. Ich hab da mal was vorbereitet. Leere Säckchen auch nicht. Wir brauchen noch kleine Schaufelräder. Woher kriegen wir kleine Schaufelräder? Wir schauen da drüben nochmal. Und wenn das nichts hilft, fragen wir ihn nochmal. Alles hier unten ist alt und benutzt. Einiges auch ziemlich fremdartig. Aber jedes weggeworfene Ding hat nun ein zweites Leben und eine neue Aufgabe. Okay, da gibt's nichts. Die Kuckucksuhr bringt uns auch nichts. Das sieht... Es gibt Leute, die hängen sich sowas... Okay, reden wir mit ihm mal, ob wir dann... Wenn ich ihn grundlos störe, kommt er noch langsamer... Okay, das bringt uns überhaupt nichts. Dann schauen wir uns nochmal um. Es gibt ja noch eine Höhle weiter drüben. Oder? Nee, das war die Höhle. Okay, und wir brauchen... Steige auf den Müllberg. Da könnten wir nochmal schauen... eine Holzfigur? Das ist... Hey, das ist Ritter Thilo. Solch ein riesiger Müllberg. Und ich finde ausgerechnet eine geschnitzte Figur meines Lieblingshelden. Ich habe alle seine Geschichten gelesen. Er war mutig und stolz und er hat nie aufgegeben. Wegen dir wollte ich Abenteuer erleben und habe das Weißkammgebirge verlassen. Dabei bist du nur eine Geschichte. Ach, komm.
So, den nehmen wir mal mit. Jetzt schauen wir uns hier nochmal um, betrachte die Glocke. Eine Glocke. Vermutlich dazu da, um auf sich aufmerksam zu machen. Was bei Glocken meistens der Fall ist. Okay, damit können wir sicherlich... Schauen wir mal nochmal nach oben. Das Loch ist noch weiter oben, als ich gedacht habe. Da brauche ich mehr als eine Klappleiter, wenn ich es erreichen will. Ja, nein, wir klingeln ja nach Jorge. Hier. Ob ich sie läuten soll? Wie viele Freunde und wie viele Feinde habe ich dort oben in der Stadt? Andererseits, das Loch scheint der einzige Ausweg zu sein, wenn ich hier raus will. Ja? Seid ihr endlich fertig? Jorge? Bist du das? Wetterquarz? Da brat mir einer einen Storch. Ja, ich bin's. Kannst du mir vielleicht ein Seil hinablassen? Auf keinen Fall. Du bist ein gesuchter Verbrecher. Hier hängen überall Plakate von dir. Na klasse, ich bin kein Verbrecher. Egal, was behauptet wird. Ich habe den Erzmagier nicht umgebracht. Das ist jedem mit einem bisschen Grips in der Birne klar. Du hättest dem Erzmagier kein Haar krümmen können, selbst wenn du gewollt hättest. Aber solange das die offizielle Version der Geschichte ist, denke ich darüber lieber nicht zu laut nach. Na klasse. Überall hängen Plakate von mir? Hier. Gar nicht mal schlecht getroffen, finde ich. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Ich müffel nicht. Oder wenn, dann nur, weil ich ein paar Tage im Bett gelegen habe. Ich hab ihnen gesagt, wenn sie dich schnappen wollen, müssen sie ein ordentliches Kopfgeld ausschreiben. Oh, klar. Würdest du mich verraten? Wenn's genügend die Bezahlung cool stimmt? Ja. Klar. Aber bis dahin halte ich meinen Kopf unten. Das machen alle, die clever sind. Wer nicht clever ist, läuft im rosa Tütü durch die Gegend. Oder Schlimmeres. Okay. Wie sieht es da oben aus? Wie ist die Lage in der Stadt? Mies. Keine Kunden weit und breit. Es ist fast so schlimm wie zu Kriegszeiten. Ich hätte es wissen müssen. Politiker sind schlecht fürs Geschäft. Alle. Nun hol mich hier schon raus, Jorge. Ich mache keinen Ärger. Das wäre ja dann das erste Mal. Bitte, ich will die Stadt verlassen. Kann ich dir nicht verübeln. Aber das Risiko ist zu groß. Wenn Van Buren mich erwischt, werde ich vermutlich in ein Lämmchen mit großen Kulleraugen verwandelt. Komm schon, der alten Zeiten wegen. Ich riskiere nicht meinen Hals für dich. Frag doch deine Freunde. Die verdammten Ratten! Jorge? Jorge! Bist du da? Wenn für ihn kein ordentlicher Profit drin ist, wird er mir nie helfen. Ja, deswegen müssen wir ja die Produktion jetzt schnell machen. Aber ich möchte endlich eigentlich hier raus. Es ist so interessant, wenn wir draußen sind. Ich glaube, das wird die rosaste Folge überhaupt. Aber wir stecken leider noch hier unten fest, aber es war trotzdem eine interessante Folge. Wir haben endlich kennengelernt, dass der kleine Düdelüt jetzt endlich der Nate ist, N8, was es mit der ganzen Bedeutung hat. Und ich glaube, der wird in der zukünftigen Geschichte, glaube ich, noch eine größere Rolle spielen. Der ist einfach cool. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.